Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein What's in my Uni-Bag von mir. Ich gehe eigentlich richtig gern zum Lernen in die Uni. Präsenzunterricht hatten wir jetzt in letzter Zeit nicht, aber ich hoffe, das kommt auch wieder. Es soll auch wieder kommen. Und deswegen habe ich natürlich trotzdem meine Unitasche, die ich dann immer zum Lernen mitnehme. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal, was da drin ist. Mich hatten tatsächlich auch einige gefragt, was ich immer so mitnehme. Und da ich immer das Gleiche mitnehme, mich da jetzt eigentlich auch echt gut ausgestattet fühle, dachte ich, teile ich euch das mal mit. Und ja, let's go. Also es gibt drei Taschen, die ich mit in die Uni nehme. Und da wechsle ich immer mal so ein bisschen durch. Also entweder nehme ich einen Rucksack mit. Das ist halt praktisch, wenn ich länger gehen muss, dann nehme ich den Rucksack mit. Und was halt auch cool ist, hier ist so eine Laptop-Tasche drin, sodass ich dann nicht noch eine extra Hülle für meinen Laptop brauche. Mhm, genau. Dieser Rucksack hier ist von Captain & Son. Den mag ich echt gern. Ich finde den auch einfach richtig hübsch. Also, genau, den nehme ich dann mit, da passt eigentlich auch alles ganz gut rein, der ist schon geräumig. Meine zweite Option ist diese Tasche hier, die ist von Longchamp. Noch. Ihr hört es, ich hatte auf jeden Fall kein Französisch in der Schule. Ich glaube nämlich, jetzt kommt nochmal ein französischer Name, gebt mir eine Sekunde. Die heißt Le Pliage Neo, soweit ich weiß. Ich habe sie jetzt aber nicht mehr online gefunden. Ich versuche euch sonst mal alles in der Infobox zu verlinken, dass ihr das da easy finden könnt und euch die Sachen mal anschauen könnt, wenn ihr Bock habt. Also das ist auf jeden Fall diese Tasche hier. Da passt super, super viel rein. Und die nehme ich dann auch ganz gerne mit zur Uni. Allerdings möchte ich damit aber nicht so lange Wege auf mich nehmen, weil das so auf einer Schulter tut irgendwann weh. Aber die mag ich auch sehr gerne, nehme ich auch gerne. Und jetzt meine neueste Errungenschaft, da habe ich jetzt auch mal alles reingepackt, ist meine Uni-Bag. Ich habe mir eine Bib-Bag bestellt, die durchsichtig ist, weil man bei uns in den Bibliotheken eh meistens eine Tasche mit reinnehmen muss, die halt durchsichtig ist, damit die schauen können, was man damit reinnimmt. Und weil ich keinen Bock hatte, das immer alles umzupacken, habe ich mir jetzt mal eine gekauft. Ich hatte davon nämlich nur so eine kleine, die, glaube ich, auch bald gerissen wäre. Deswegen habe ich mir die hier gekauft, die auch wirklich nicht teuer war. Und ich muss sagen, ich finde die von der Größe her echt richtig praktisch. Also kriege ich da alles richtig gut rein. Kann die gut tragen. Ja, also die verlinke ich euch auch gerne. Die war auch überhaupt nicht teuer. Und jetzt kümmern wir uns mal um den Inhalt, würde ich sagen. Also das Wichtigste, was ich natürlich dabei habe, ist meine Laptop-Tasche. Also ich habe hier einfach so, so eine graue Hülle. Die hatte ich auch von Amazon, soweit ich weiß. Kann ich mal schauen, ob ich die noch finde. Da packe ich immer mein Laptop und mein iPad rein. Hat ein bisschen hier gut geschützt. In dieser Tasche finde ich das besser, wenn da nochmal ein bisschen was drum ist, weil ne, die ist jetzt ja nicht so dick. Also das habe ich auf jeden Fall dabei. Dann habe ich meistens so ein Legal Pad dabei. Das benutze ich richtig, ich finde es erstmal, ich finde es so cool. Und das benutze ich immer, wenn ich mir Notizen mache. Ich schreibe mir da immer so eine Übersicht drüber in der Prüfungsphase, was ich gerne noch mir anschauen möchte, was ich abhaken möchte. Und wenn ich allgemein was aufschreibe, mache ich das immer auf dem Legal Pad. Finde ich cool. Dann natürlich ganz wichtig, überall wo ich hingehe, habe ich meinen Kalender mit dabei. Da habe ich einmal diesen hier. So sieht das Mäuschen aus. Der ist von Lebenskompass und den habe ich jetzt seit Anfang des Jahres benutzt und ich muss sagen, ich finde den richtig, richtig toll. Also ich mag den Aufbau super gerne, ich komme damit super gut klar. Da kann ich nochmal extra Videos zu machen, wie ich so meine Woche plane und wie ich effizient in die Woche starte. Aber hiermit kann ich das gut machen, dass ich meine Monatsziele, meine Wochenziele aufschreibe und so. Ich kann euch immer hier jetzt zeigen, wie ich das zum Beispiel für diese Woche gemacht habe. Also schreibe ich mir immer meine To-Do-Listen rein und so. Der gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Falls ihr noch keinen Kalender habt, das Jahr ist ja noch jung, könnt ihr euch die bei Lebenskompass gerne mal anschauen. Mir gefallen die richtig gut. Ich habe auch immer noch meinen Link. Also den packe ich euch mal gleich ganz oben in die Infobox rein. Mit Katamari könnt ihr nämlich 10% auf die Produkte sparen. Und die haben auch noch ganz andere tolle Sachen. Die haben Dankbarkeitstagebücher, tolle Kalender, Studienplaner kommen dieses Jahr auch wieder. Also da freue ich mich sehr drauf, kann ich wirklich von Herzen empfehlen und der kommt überall mit, wo ich hingehe. Genau, da schreibe ich auch dann immer für die Uni meine To-Dos rein, die ich an dem Tag erledigen möchte, was ich an dem Tag lernen möchte. Also der ist auf jeden Fall dabei. So, weiter geht's. Dann kommt es jetzt drauf an, wie stressig meine Lernphase gerade ist. Wenn sie nicht so stressig ist, habe ich auch ganz gerne mal ein Buch dabei. Ich liebe es nämlich in der Bahn zu lesen. Und die Zeit nutze ich eigentlich gerne und ja, nehme dann ein Buch mit. Ich habe da jetzt, das habe ich noch nicht angefangen, aber ich freue mich schon richtig, das zu lesen, die 1%-Methode. Genau, den Weg zur Uni lese ich ganz gerne, wenn die Prüfungsphase noch im Anfang ist, wenn es nicht so stressig ist. Ansonsten nutze ich die Zeit, um da so ein bisschen zu entspannen. Also das habe ich je nachdem dabei.
So, weiter geht's. Ganz wichtig natürlich Wasser, was ich richtig cool finde. Also ich habe jetzt immer so eine wiederbefüllbare Flasche dabei, weil das Leitungswasser in Wien einfach super gut ist und man das auch in der Uni immer auffüllen kann. Also einfach auf der Toilette. Ich bin so arm, ja, ich mache das. Aber das Leitungswasser ist hier echt gut und das trinke ich auch nur. Wasser darf man bei uns meistens auch mit in die Uni nehmen. In einer Bibliothek darf man das nicht, aber ansonsten schon. Und das finde ich auch wichtig, sonst dehydriere ich immer so. Also Flasche habe ich auf jeden Fall dabei. Dann natürlich auch ein Ladekabel. Ich habe jetzt hier das fürs iPad. Und dann schaue ich mal, wie lang mein Lerntag so wird, ob ich alles mitnehme, ob ich nur das fürs iPad mitnehme, das für den Laptop. Ja, aber das ist natürlich ganz gut, da vorbereitet zu sein. Dann habe ich immer noch so ein kleines Täschchen dabei. Das ist jetzt so rum geht's. Das ist auch durchsichtig. Ja, aber finde ich cool. Das kann ich auch zum Reisen gut nehmen. Deswegen wollte ich das Täschchen hauptsächlich haben. Und das habe ich da so drin. Einmal ganz wichtig AirPods natürlich, dass ich mir da irgendwie Vorlesungen anhören kann und so. Das war mal richtig lustig. In der Uni, da saß ein Typ und der hat einfach 20 Minuten straight Musik laut gehört. Und er hat es halt nicht mitbekommen. Da war irgendjemand so, könntest du die Musik ausmachen? Weil der hat nämlich halt auch AirPods drin, aber es nicht geschnallt. Und ich muss sagen, da war ich schon beeindruckt. Den hat es gar nicht gekratzt. Der hat dann einfach seine Musik auf die AirPods gemacht und ist da dann auch stark sitzen geblieben. Habe ich bewundert. Also auf jeden Fall, AirPods habe ich dabei. Dann habe ich Kaugummis dabei. Dann natürlich ein Desinfektionszeug. Das von Bath & Body Works. Oh, ich liebe das. Ich finde es so geil. Dann habe ich eine Handcreme dabei. Damit sind meine Hände eh mal trocken. Dann habe ich noch ein Bodyspray dabei. Einfach so, was man an Ding brauchen könnte. Okay, jetzt habe ich noch ein paar Parfümproben. Gut, ne? Die könnte man vielleicht auch nochmal neu ausstatten. Aber das habe ich ja alles so in dieser kleinen Tasche. Da kann ich auch mal schauen, ob ich die finde. Weil ich das eigentlich ganz gern mag, auch so durchsichtig. Finde ich praktisch, sieht man immer, was da drin ist. Und die lasse ich eigentlich auch immer gepackt und packe die dann von Tasche zu Tasche, wenn hier so meine Essentials drin sind. Genau. Also die ist dabei. So, dann natürlich auch ganz wichtig, ich habe meinen Kartenhalter immer dabei, wegen meines Studentenausweises, den habe ich hier drin. Ja, da ist auch meine Karte drin, aber ich bezahle immer mit der Uhr. Ich finde das so geil, ich finde es so cool. Deswegen brauche ich das eigentlich gar nicht. Habe aber für Notfall auch immer noch ein bisschen Bargeld dabei, weil es gibt ja tatsächlich Läden, wo man Bargeld bezahlen muss. Entschuldigung? Nee, aber ich brauche das eh für die Uni, ne? Wegen des Ausweises. Und die habe ich dann immer dabei. Ich hasse Bargeld. Ich habe auf jeden Fall kein großes Portemonnaie dabei. Und das ist das Maximale. Und das... Oh, hier ist sogar ein Euro drin. Naja, praktisch. Genau. So, jetzt hatte ich in letzter Zeit auch mal meinen Taschenrechner dabei, weil ich eine Matheprüfung hatte. Nächstes Semester habe ich vielleicht auch eine Mathevorlesung. Schauen wir. Also den habe ich dann auch dabei. Den habe ich auch schon ein paar Mal vergessen. Ich bin schon mal wegen des Taschenrechners zurückgekehrt. Aber natürlich auch wichtig für so ein BWL-Studium. Da braucht man das dann doch manchmal. Dann habe ich so ein kleines Federmäppchen dabei. Das ist zwar eigentlich bei so einer Tasche mit dabei. Das ist so ein, ja, keine Ahnung, so ein kleines Täschchen noch für eine größere Tasche. Da habe ich dann aber immer so die drei wichtigsten Stifte dabei. Ich mache eigentlich eher alles digital, deswegen brauche ich das gar nicht so unbedingt. Nur um mir halt mal was aufzuschreiben und in meinen Kalender zu schreiben. Ja, beim Kalender, da bin ich noch ganz oldschool. Da schreibe ich immer alles per Hand halt rein. Ich mag das auch nicht so gern. Da möchte ich gern schreiben, ein bisschen markern, dass alles rund ist. Aber ja, das habe ich auf jeden Fall trotzdem dabei. Genau, ist klein. Finde ich auch sehr gut. Und dann passt es hier auch alles gut rein. So, dann habe ich noch mein Brillenetui für meine Brille. Die habe ich jetzt hier gerade auf. Ich muss mich jetzt mal outen. Ich brauche eigentlich keine Brille. Ich habe hier nur einen Blaulichtfilter drin und das ist das Einzige. Na, sonst sind das hier Fenstergläser. Aber ja, ich bilde mir einfach ein oder ich hoffe auch, dass es so ist, dass es dann für die Augen nicht so schädlich ist. Weil man beim Studieren doch tatsächlich viel vom Bildschirm sitzt, vom iPad und da hängt man dann ja auch immer so nah drüber und so. Deswegen habe ich mir die geholt und ich finde, das ist auch ein cooles, modisches Accessoire. Deswegen, ja, ich bin tatsächlich ein großer Brillenfan. Okay, auf jeden Fall, ja, ne? Brille mit Blaulichtfilter und dafür das Etui, damit ich die auch dann abnehmen kann. Und was haben wir hier noch drin? Taschentücher. Sehr wichtig im Winter, Taschentücher. Ja, genau. Das ist meine Unitasche, die ist jetzt leer. Dann habe ich aber immer noch eine zweite Tasche dabei, weil meine Unitage meistens doch länger sind. Und dann habe ich immer noch eine extra Essenstasche dabei. Give me a second. Also das ist die hier. Das ist so eine kleine Tasche von Ikea. Das ist eigentlich auch ganz cool. Hier ist so die, ja, Skyline von Wien drauf. Also die gab es dann auch hier in Wien bei Ikea.
Ich habe die, ja, es ist immer so eine Frage. Manchmal gibt es die, manchmal gibt es die nicht. Aber ich finde die eigentlich echt praktisch. Und da man das Essen meistens nicht mit in die Bibliothek nehmen kann, habe ich dafür meine extra Tasche, damit ich es nicht umpacken muss. Und ich glaube, alles wird eh nicht in meine Unitasche passen. Deswegen ein extra Essensbeutel. Dann kommt es natürlich darauf an, wie lange ich in der Uni verbringe. Also im Winter habe ich meistens eine Thermoskanne noch dabei. Da habe ich diese hier von Starbucks. Muss aber sagen, dass die mir leider manchmal ein bisschen ausläuft. Was ein bisschen weird ist, weil ich halte die halt so in der Hand und dann kommt da oben Flüssigkeit raus. I don't know why. Genau. Entweder mit Tee oder Kaffee gefüllt. Je nachdem, an welchem Punkt in der Prüfungsphase wir uns befinden. Ne? Ihr wisst Bescheid. Aber genau, das finde ich ganz gut. Dann auch, abhängig davon, in welchem Punkt wir uns befinden, eine Mate. Trinke ich echt gerne. Ich mag es total gerne. Diese jetzt hier nicht unbedingt, aber es war die einzige, die ich noch da hatte. Sonst trinke ich eigentlich immer Clubmate. Genau, da habe ich in der Prüfungsphase auch immer eine dabei. Dann habe ich meinen coolen Becher hier. Den habe ich euch jetzt ja schon ein paar Mal gezeigt. Das ist nämlich ein Thermosbecher. Da kann ich entweder ein warmes Porridge reinfüllen und dann bleibt das warm. Ist das nicht Hammer? Oder man kann da irgendwie auch Joghurt reinfüllen, dann bleibt er gekühlt. Oder ich dachte mir auch, eine Acai-Bowl kann man da ja auch reinmachen, dann bleibt die auch schön kalt. Und hier oben ist noch so ein extra Fächlein, wo man dann irgendwie Müsli reinmachen kann, damit das nicht so, ne, sapschig wird. Oder frische Früchte und so. Also das ist echt praktisch. Ich zeige ihn auch gleich nochmal. Also so ist der Becher, der fast 500 Milliliter. Und ja, ich kann sagen, das war eine der besten Investitionen bisher. Den verlinke ich euch auch sehr gerne. Jeden Cent wert, wirklich ein warmes Frühstück in der Uni dabei zu haben. Das ist der Hammer. Ja, also den habe ich dann meistens auch dabei, weil mein Lerntag meistens doch früh beginnt. Also ich mag das eigentlich, wenn ich früh losgehe und nehme ich meistens mein Frühstück mit. Aber man könnte hier natürlich auch Mittagessen reinfüllen. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. Funktioniert bestimmt auch. Ich habe jetzt keine Dose hier drin, aber meistens nehme ich mir halt auch noch Mittagessen mit. Oder ich esse in der Uni was oder so. Aber da habe ich dann halt auch so Dosen. Halt eine Brotdose, wo ich mir dann irgendwas fürs Mittagessen mitnehme. Und dann, was natürlich auch super wichtig ist, sind Snacks. Zum einen habe ich eigentlich zum Lernen immer Nüsse dabei. Da mache ich mir so einen wilden Nussmix, packe das in so eine kleine Plastiktüte. Und das nehme ich gern mit. Bisschen Brain Food, ne? Also das habe ich auf jeden Fall immer dabei. Und dann natürlich auch noch Riegel. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal zwei Riegel reingepackt. Weil ich muss sagen, bitte kann mir jemand sagen, dass es bei euch auch so ist. Ich habe sehr viel Hunger, wenn ich lerne. Ich habe sehr viel Hunger. Es ist unglaublich. Aber ja, da brauche ich einfach viel Essen und habe dann auch immer gerne ein bisschen mehr dabei. Aber genau, das ist alles, was ich mit in die Uni nehme. Also ich habe meistens zwei Taschen mit dabei, damit ich nicht umpacken muss. Und ja, ne, habe mich da jetzt ein bisschen angepasst, wie das am besten ist. Damit komme ich gut klar. Oh, halt, stopp. Eine wichtige Sache habe ich vergessen. Ich habe immer, immer, immer ein Softgummi dabei. Meistens habe ich das eh schon in den Haaren, weil ich einfach, ne, gern Zopf trage. Aber sonst habe ich auf jeden Fall ein Zopfgummi dabei, weil ich finde nichts schlimmer, wenn man so, wenn man halt lernt und die Haare fallen einem die ganze Zeit ins Gesicht. Ich kann das nicht. Also beim Lernen habe ich immer einen Zopf. Deswegen natürlich auch ein Zopfgummi dabei. Ja, aber meistens halt irgendwie so ums Handgelenk oder schon in den Haaren. Aber andernfalls habe ich auf jeden Fall eins dabei. So, genau. Aber das war's jetzt wirklich. Wie gesagt, alles, was ich finde, verlinke ich euch mal in der Infobox, dass ihr euch, ja, wenn ihr Bock habt, die Sachen mal anschauen könnt und euch vielleicht auch holen könnt. Mein Code für den Kalender findet ihr hier auch gleich ganz oben in der Infobox. Wirklich eine Herzensempfehlung, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich liebe Kalender, ich liebe organisieren und mit sowas macht man mich einfach glücklich. Das macht mich einfach super happy. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir mal super gerne, was ihr so zur Uni mitnimmt. Vielleicht auch Sachen, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Das würde mich mal sehr interessieren, was ihr noch als Extras dabei habt. Ja, was einfach andere Leute mit in die Uni nehmen. Finde ich sehr spannend, also haut das mal gerne in die Kommentare. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne folgen, ihr dürft mich abonnieren. Ihr könnt auch mal bei Instagram vorbeischauen. Nur mal so am Rande, steht jetzt hier mal ganz flott. Ja. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf mehr Uni-Content. Falls ihr da irgendwelche Ideen habt, irgendwelche Video-Ideen, was ihr gerne sehen wollt, könnt ihr mir das auch immer gerne schreiben. Würde mich auch sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Und natürlich ein dickes Küsschen an euch alle.